Jo, kleine wichtige Ankündigung, bevor das Video jetzt losgeht. Also ich stream heute Abend auch wieder. Ja, genau. Oder perfekt. Ja, also 18.30 Uhr läuft der Stream. Lauf. Was? Ja, TNT. Oh, ich mache jetzt alles kaputt, was dir gehört. Du Mistgeburt. Ich zünde alles an. Alles. So, Leute, Craft Attack, auf geht's. Rein in die Olga. Let's go, Alter. Let's go. Geil! Okay, die Bühne steht soweit. Hier hat jemand, alles klar. Ich weiß nicht, warum das hier steht. Ich mach's mal weg. Wir machen jetzt gleich mal hier alles noch schnell fertig für die große Vorstellung von Trimax, weil Trimax kann heute nicht, meine Freunde. Ich muss heute weiter Pressearbeit für ihn machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde heute die Pressekonferenz halten für Trimax. Ich hoffe, dass der ein oder andere kommt. Es geht ja immer noch darum, meine Freunde. Ihr wisst es ja. Trimax soll ja der Bürgermeister werden. Wie dem auch sei, hier steht überall, will Trimax zum Bürgermeister. Es geht ja immer noch um die große Wahl von Trimax, meine Freunde. Und jetzt werden wir heute ordentlich Konferenz heute um 19 Uhr. Alle sind eingeladen. Bitte kommt. Das ist natürlich jetzt wieder hier super lustig, Alter. Haha, ich komme hier rein direkt wieder. Hat hier wieder irgendein Affe irgendwie mir gebaut. So ohne dich sowas wirklich, Alter. Gar nicht lustig auch. Kein bisschen funny einfach. Och Mann, jemand hat auch meine Tür abgebaut. Junge, was soll denn die Scheiße? Wo kommt das Huhn her? Sag mir jetzt nicht, hier sind wieder überall Hühner. Ich dreh durch. Ah, sehr schön, okay. Gut, okay. Alles entspannt, Chat. Wir sind... Das ist nur ein Huhn? Ein Huhn ist kein Huhn, sage ich immer wieder. Ich mache heute ein bisschen Presse für Max, Leute. Wir machen heute Bürgermeisterkonferenz und Max wird von mir da bestens vertreten werden. Ich bin ja derjenige, der das auch hier so ein bisschen für ihn in die Hand nimmt. Und ja, da muss ich natürlich dann auch irgendwie gucken, dass ich da auch möglichst viele Leute mobilisiere. Dieter Lombardi ist tot. Nein, Moment mal. Oh mein Gott, Dieter ist weg. Leute, wo ist Dieter? Wie tot. Patrick dachte, er gehört zum... Nein. Okay, ganz kurz. Kann ich davon mal bitte einen Clip sehen? Sag mir jetzt bitte nicht, Patrick hat den umgebracht, Alter. Nein, das ist ein Haustier oder was? Der wird mich umbringen. Hey, Mann, dieser Vollidiot, Junge. Wie kann man denn so ein Idiot sein, Alter? Wie kann man so ein Opfer sein? What the fuck? Danke für die ganze Prime-Steps, ihr Süßen. Dankeschön. Wieso geht er denn einfach hin und klatscht ihn, Alter? Aus welchem Grund? Ist ja mal komplett unnötig, Alter. Ich hol mir erstmal unten was zu essen, Alter. Ey, Leute, es war so aktig, den hier hochzubekommen, Junge. Was soll denn das hier? Guck mal, ich komme hier hin, es ist alles wieder voller Scheiße bei mir. Mann, Alter. Er hat Friedensvertrag. Natürlich hat er den Friedensvertrag gebrochen. Er hat ihn sowas von safe gebrochen, Alter. Keine Frage, Mann. Mann, sowas nervt mich einfach. Verstehe ich nicht. Kein Verständnis dafür. Okay, darf ich dich gleich als Sicherheitsinstructor bei der ganzen Veranstaltung haben, Alter? Max ist ja nicht da. Das ist ja das Ding. Crimax ist heute nicht hier und wir müssen heute als Wahlteam für ihn in Vertretung für ihn diese Konferenz abhalten. Ich rede ein paar Takte und werde den Leuten erklären, was Max Plan ist heute. Okay. Max tut das, was ein guter Bürgermeister tun muss. Der hat Visionen und erzählt uns davon nichts. Ja, was laberst du? Kann sich jetzt sowas gefasst machen, Junge. Lass mich kurz eine Minute. Nein, Patrick, halt deine Fresse. Wir reden jetzt sofort. Ey, Junge. Leute, ich werde ihn nicht dafür davonkommen lassen damit. Mit Pillager sogar. Ich habe einen Pillager hochgefahren mit einem Kart. Weißt du, wie schwer das ist? Ist Deko einfach? Nee, da hat er gewohnt. Ich würde ihn so gern umbringen, aber es wäre jetzt so ehrenlos, Leute, das zu machen. Patrick, so, eine Sache. Ich will gar keine Entschuldigung jetzt hören oder sowas von dir. Chill mal, was geht's überhaupt? Was geht's wohl? Du hast einfach einen Mitbewohner von mir umgebracht. What the f***? Was geht's überhaupt? Digga, du wohnst alleine. Patrick, ja, jetzt wieder. Knossi ist nur noch im Pool, Alter. Du hast einfach Dieter Lombardi umgebracht. Wer ist Dieter Lombardi? Der Villager in diesem Gott, der Pillager, den du wie so einen Bot umgebracht hast. Pillager, nicht Villager, Pillager. Sehr schwierig zu holen. Ich habe keine Ahnung, ob das schwierig ist. Ich habe in meinem Video erklärt, dass... Ja, aber das ist dumm, Alter. Halt's Maul, das ist sau dumm, weil das Ding ist, dieser Pillager war in einem Glaskasten drin, Patrick, mit einem 1x1 Loch. Nein, da war ein Block Loch. Wie soll der da reingekommen sein? Die spawnen nicht in Strukturen, die von Menschen gebaut sind. Du Bot, das hast du mit purer Absicht gemacht, weil du wieder eine Opportunity gesehen hast, um mich abzufangen. Das wird Konsequenzen haben. Das wird Konsequenzen machen, Alter. Er hatte einen Nametag, Junge. Er hatte sogar einen Nametag, du Bot. Das habe ich nicht gesehen. Ich war viel zu weit weg. Oh mein Gott, Patrick, dann schau dir die Sachen vorher an. Der ist in meinem Haus drin und sitzt in einem Boot. Digga, ich dachte, das wäre von Rage. Ich wusste gar nicht mal, dass man die überhaupt so zähmen kann. Kann man auch nicht, Mann. Das ist das Problem. Weißt du, wie ich gehasst habe, damit der da hochkommt? Es tut mir leid. Digga, das hat Konsequenzen für dich. Du bist aber heute damit vogelfrei, weil du Scheißbauerst, Patrick. Du bist vogelfrei. Jeder darf dich jetzt einfach umbringen. Du hast gegen unseren Vertrag, der hier oben auf der Bühne ist, wo, by the way, gleich Trimax seine Rede, beziehungsweise ich die Rede in Vertretung für Trimax halten werde, hast du gebrochen, Alter. Und da gibt's eine Schelle für. Und zwar
nicht nur eine rhetorische, Patrick, sondern du bist vogelfrei. Also ehrlich jetzt? Ja, natürlich ehrlich jetzt, Junge. Weißt du, wie ich getryert habe, damit dieser Kachba-Villager da hochkommt? Der weiß ich doch nicht, Digga. Der hat mich angegriffen. Hat er nicht, Mann. Der war in einem Kasten drin, Junge. Da treffen wir uns in der Mitte und ich werde dein Sch kaputt machen. Fertig. Sprengst du meinen Quittenturm, ne? Dann kommt wie nennt man das? Richtig. Ja, und das ist traurig. Ah! Guck mal, Leute, wir hier ist. Danke, Kim. Bitte, Patrick, erstmal rückwirkend. Wird Folgendes passieren. Trimax wird Bürgermeister werden, das weißt du. Nein, Digga, ich habe voll viele Leute überzeugt, Digga. Du wirst. Alles klar, gut. Ich habe gleich eine Konferenz, das weißt du, ne? Schön, du bist übrigens nicht eingeladen an der Stelle. Du wirst vom Gelände ferngehalten werden. So, das ist der erste Punkt. Und ich sag's mal so, es ist relativ wahrscheinlich, dass Trimax Bürgermeister wird. Und als Bürgermeister hat Trimax auch Rechte, die du als Normalbürger nicht hast. Als vogelfreier Normalbürger, weil du Vertragsbruch begangen hast. So. Digga, ich gebe dir gleichzeitig diese Vertragsbrüche und... Nein! Hatte, du hast einen Vertrag unterschrieben und hast dagegen verstoßen. Du wirst dafür bestraft. Dann muss ich mit den Konsequenzen vielleicht leben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, okay, halt. Gut, dann wird dann halt... Okay, wenn du sagst, okay, du nimmst mir die Konsequenzen auch für mich fein. Es war kein Versehen, das war mit Absicht und er sagt, es war ein Versehen. Man kann nicht so dumm sein und sowas aus Versehen machen, das geht nicht. Was, wenn ich wirklich so blöd bin? Ja, dann hast du es erst recht nicht verdient, in dieser Gesellschaft mitzuleben, Alter. Morgen 18 Uhr ein neuer Dieter Lombardi sitzt da drin oder du kriegst Ärger mit mir. Ganz ja, großen Ärger. Ich würde es machen, aber ich schaffe es wirklich nicht. Schaffe es nicht. Dann wissen wir, was du zu tun hast. Du holst ihn jetzt neu. Ganz einfach. Das war reine Provokation. Das lasse ich mir nicht bieten. Du hast bis morgen Zeit oder du kriegst deine Strafe. Punkt. Schau mal, ich gebe dir eine Möglichkeit, Patrick. Du darfst gleich auf der Bühne auch kurz sprechen. Aber bevor du sprichst, bin ich dran. Du weißt, was das heißt. Tanz der Hai. Ich werde dich rhetorisch zerlegen erstmal. Ich bin halt nicht so wortgewandt. Was? Ich werde erzählen, was du mit meinem Villager gemacht hast. Ich werde erzählen, was du schon alles hier kaputt gemacht hast. Ich werde erzählen, wie du so oft in mein Haus schon angezündet hast. Ich spreche gegen mich, aber die Leute mögen mich. Ja, ihr nicht, aber die Leute glaubt mir. Es gibt Parteilnehmer, die stehen hinter mir. Wir würden Patrick so gerne in Ruhe lassen, Alter, aber leider Gottes kommt er immer wieder an und macht immer wieder Scheiße bei uns. Ruhe bitte einmal ganz kurz. Ich möchte ganz kurz etwas sagen. Kommt doch mal. Ja, kommt ruhig alle mal zu Spark, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das wäre ganz gut. Spark hat uns netterweise hier erlaubt, die Bühne aufzubauen. Ich habe jetzt auch mal Folgendes gemacht. Eigentlich war das heute eine Wahlveranstaltung, die nur für Trimax ist als Bürgermeister. Max lässt sich heute leider entschuldigen. Er schafft es leider nicht. Er hat noch ein paar wichtige Termine mit verschiedensten Außenministern. Aber ich gebe an der Stelle einfach der politischen Fairness natürlich auch den anderen Kandidaten hier die Möglichkeit, sich nochmal vorzustellen. Ich möchte erstmal ganz kurz sagen, sehr schön, dass ihr alle hier seid. Wirklich Moin, Leute, schön, hier. Dass wir so zahlreich hier zusammengefunden sind. In der hinteren Kiste, in der Mitte, könnt ihr euch gerne an Essen bedienen. Das ist eine Spende von Trimax, der sich hier bereit erklärt hat, ein bisschen Essen zu spenden. Ich würde auch ganz kurz gerne die Kandidaten, die möglichen Kandidaten auf die Bühne bitten. Colin, wenn du auch ganz kurz hochkommen magst. Der Kandidat? Eigentlich war es geplant, dass wir das hier nur als Trimax-Informationsabend nutzen. Max lässt sich leider entschuldigen. Wie gesagt, der ist gerade in Gesprächen mit verschiedensten Außenministern um Handelsabkommen. Hey, Kev! Kev, warum? Ich hatte noch ein Hühnchen mit Ein Unfall! Ich lasse dein Zeug hier liegen. Wo ist denn hier? Er ist von der Bühne gefallen. Dena, gib ihm das bitte zurück. Ich weiß, Dena, du möchtest das behalten. Ich gebe dir später mehr davon, okay? Dena, pass auf, Digga. Bitte. Warum denn? Gib's ihm einfach. Gar nicht. Felix, gib das TNT dem Patrick zurück. Ich möchte einfach nur. Verrat's doch nicht! Ich will einfach nur, dass es hier friedlich abgeht, okay? Gib's ihm wieder. Ich geb dir später. Ich hab genug davon. Ist wirklich förderlich, Patrick TNT zurückzugeben? Ich vertraue Patrick an der Stelle einfach mal, dass er keine Scheiße baut. Also, das passt schon. Warte. Patrick möchte ja selber hier Kandidat sein. Der wird hier keine Scheiße bauen. So. Ich möchte ganz kurz die beiden Kandidaten vorstellen. Wir haben hier einmal Colin, baldiger Casino-Besitzer und einmal Patrick, der auch dabei ist. Super. Max hat Unmengen große Dinge bereits für den Server getan. Er hat hier diese riesigen Türme aufgebaut, die als Kaktus- und XP-Farm funktionieren. Es ist ziemlich, ziemlich OP. Man kann sich da einfach nach einer Nacht bedienen und ist instant Level 40. Ebenso hat Max eine Farm. Max steht außerdem dafür ein, dass die ganzen Raids, die ständig und unaufhörlich den Server erschüttern, tatsächlich beendet werden. Max möchte eine Stadtwache mit einbinden und möchte gegen Verbrecher, die tatsächlich Hassverbrechen, ähnlich wie die von Patrick, auf die ich näher gleich eingehen werde, weiterhin vergehen. Gott, ja, stärker und eiserner Faust vorgehen. Ich hab das Gefühl, Max möchte eigentlich nur eine Warzeninsel machen. Kann es irgendwie. Max sieht Warzen als einen Block der Schönheit an. Das ist nun mal persönliche ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn so überall Warzen stehen. Mag er auch das ist eine Warze. Kev, Max mag alle Warzen, ja. Ja, das ist so.
quasi ganz eng zusammengefasst das Wahlprogramm von Max. Wie gesagt, da steckt eine Menge politische Liebe einfach und die Nähe zum Volk hinter. Eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ich möchte mal ganz kurz einen der beiden Kandidaten, wenn ich hier kurz die Möglichkeit habe, für Max zu sprechen, beleuchten. Petrit als aufgestellter Kandidat hat bereits zweifach mein Haus angezündet, hat sich gestern einfach an meinen Mitbewohner einmal vergriffen und meinen Mitbewohner einfach umgebracht, aus Versehen angeht. Ich weiß nicht. Ja, ihr kennt das alle, wenn man aus Versehen einen Mord begeht, mehr kennt das nicht. Petrit ist mehrfach bereits als Unruhestifter aufgefallen und hat mehrfach tatsächlich hier schon in das Spielgeschehen eingegriffen. Petrit hat gegrieft, zerstört und gesprengt. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, dass wir keinen Terroristen an der Führung brauchen. Deshalb habe ich mich diesmal auch selber nicht zur Wahl gestellt. Mögen nun die anderen Kandidaten sprechen. Colin, das Wort ist nun deins. Dankeschön, dass ihr hier alle erschienen seid. Digi, herzlich willkommen an der Stelle auch. Dankeschön, danke. Da ist euch natürlich auch alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das Ding ist, wir kandidieren nicht einzeln, wir kandidieren als Partner. Als die ersten Doppelbürgermeister, die Craft Attack jemals gesehen hat. Was sind denn Doppelbürgermeister? Siamesische Zwillinge, die selbst das nicht schaffen. So, das Problem, was wir hier haben, ist, dass Trimax viele schlimme Dinge vorhat. Beispielsweise möchte er die Grundstücksrechte entziehen, falls ihm das Gebäude nicht gefallen sollte. Das wurde nie in seinem Wahlprogramm erwähnt und ich muss da ganz kurz einsprechen. Genau das ist das Problem. Es wurde nicht erwähnt. Richtig, dementsprechend, lieber Gegenkandidat, hat er auch keine Handhabe, das umzusetzen, denn nur das, was im Wahlprogramm steht, darf rechtmäßig umgesetzt werden. Er kann sich Gesetze erlassen. Und außerdem wird ein Rat gebildet, mit dem Trimax gemeinsam Gesetze bestimmt. Er ist nicht alleinherrschender. Das möchte ich nur mal ganz kurz sagen. Und liebe Wähler und Wählerinnen, bitte beruhigen. Wer ist genau denn in dem Rat drin? Problem. Im Rat bin ich selber auch nicht drin. Nein, bin ich auch nicht drin. Hab ich wer nicht ist zu tun. Im Rat drin? Im Rat Spark, oh Basti und G-Time waren, glaube ich, anberaumt. Genau, ich bin die Stimme der Vernunft. G-Time ist die Klinge, das Schwert. Und Basti habe ich schon wieder vergessen. Ich bin einfach nur so da. Basti hat einen coolen Akzent, hat Max gesagt. Ach man, ich weiß nicht. Und dann ist Trimax nicht mal da und macht sich nicht mal die Mühe, sich selbst vorzustellen. Wir glänzen nicht damit, andere Wahlprogramme schlecht zu reden. Wir glänzen mit eigenen Wahlprogrammen. Unterbrechung, wer ist denn wir? Der Colin neben mir. Colin, der da! Ach, Colin und Stegi, ich weiß, Unterbrechung hat er nicht. Genau. Also, ihr seid zusammen, jetzt verstehe ich das. Okay. Kein Wann habt ihr geheiratet? Ich bin jetzt mit Chef zusammen, wie man sehen kann. Ja, cool. Wir lieben uns. Das gönnen wir euch. Dankeschön. Und da steht Max auch für ein. Homo-Ehe ist von Max ein großer Punkt am Wahlprogramm. Ja, aber nur aus Eigeninteresse. Das stimmt. Trimax hat noch nicht so viel Erfahrung, deswegen bieten wir ihm gerne an, dass er bei unserer Legislaturperiode uns mal so über die Schultern schauen kann. Er schaut einfach mal so, wie das geht. Er schaut den Erwachsenen. Genau, er schaut den Größeren zu, wie die das machen. Das ist machen, eine wie unglaubliche Farce, denn Trimax ist für halt mal die Fresse dazu. Jetzt aber leise! Ich möchte jetzt auch mal den anderen Kandidaten immer zuhören. Bürgermeister, sowas verbitte ich nicht. Ich hier eine Drevi, Sitz! Platz, ja, fein. Wir sollen dafür das Zeug zurück, dass wir so ein schlechtes Ansehen haben. So, ihr wisst ja alle, ich baue ein Casino. Ich halte ja nichts von irgendwelchen Geschenken, so wie Trimax sie verteilt. Wenn das Casino fertig sein sollte, werden alle 20 Freispiele bekommen. Das ist ja unglaublich. Umsonst. Freispiele, habt ihr gehört? Bezahlt. Das ist ja komplett. Ich weiß nicht, ob ich Spielsucht so gut finde und so. Reden wir hier von Fußballspielen? Fußballspielen, richtig. Kicker. Wenn ich ganz kurz erweiterte Nahrungsmittel und Sicherheit und den Zugang zu Nahrungsmitteln gegenüber Glücksspielstelle, da muss man sich doch fragen, was sind die essentiellen Dinge im Leben? Und es sind sicherlich nicht Glücksspiele, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich einfach, aber bei uns im Casino kann man sogar Essen gewinnen. Wow, umsonst. Das passt genauso. Applaus mal. Applaus kommt, Leute. Jawohl, komm. Was denn? Applaus. Wenn ihr Tyrannei haben wollt, dann wählt von mir Trimax. Wenn ihr Gleichberechtigung haben wollt, ja, dann wählt ihr mich. Ja, es stimmt, ich habe in der Vergangenheit ein paar kriminale Sachen gehabt. Ja, kriminale Sachen. Aber ich, danke, obwohl ich jetzt Revi, schweig. Ich bin jetzt ein wahlberechtigter deutscher Bürger. Ey, guck mich zu, Dena. Lass deinen Wähler nicht ausreden. Nachdem wir hier diesen Vertrag ausgearbeitet haben, der für Gleichberechtigung sorgen soll, und ich mich auch daran gehalten habe, aber. Du hast gestern meinen. Hör mir zu, Revi! Die Tyrannei von Trimax, Revi, Spark auch, ja, Spark, genau von dem alle denken, er ist so der Friedliche, ja, Spark, guck mich hier nicht so an, haben sich nicht an den Vertrag gehalten und das sollen wir durchgehen lassen? Petrit, du hast den Vertragbruch gestern begangen, indem du bei mir hingegangen bist und meinen Villager einfach umgebracht hast bei mir im Haus. Hör mir zu. Ich möchte nur ganz kurz die Hinterlistigkeit, mit der Petrit hier argumentiert, einmal herauskristallisieren. Ja? Ich glaube, dazu muss ich auch noch was sagen. Es tut mir leid, Petrit, aber ich wollte ihn davon abhalten, Petrit
Auftritt kam eigentlich hierher, um die Veranstaltung zu sprengen. Woher weißt du das? Weil er das TNT aus meinem Haus genommen hat und ich hab ihn. Ich hab ihn. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott. Nein, ich hatte ihm gesagt, ich snitche nicht, wenn Emmy das TNT droppt, und dann hat er mir nur die Hälfte weggelegt und hat das andere, die andere Hälfte behalten. Petre, du Lügner! Oh mein Gott, das ist schrecklich. Petre, du bist damit wirklich zum nächsten Mal vogelfrei erklärt. Du wirst jetzt gejagt werden, Petre. Du hast gestern Mord begangen, du hast Brandattentate begangen, du möchtest eine friedliche Bürgerversammlung hier sprengen. Petre! Petre hat ein Raid gemacht! Petre hat ein Raid gemacht! Ich hab dich geschrieben, du, was soll das? Ich hab gesagt, wenn du es droppst, Petrit schreibt, hast du Sprengpulver. Hab ich geschrieben, was hast du vor? Petrit schreibt, wenn Revi zu frech wird, spreng ich das Podest. Hab ich gesagt, no, don't. Hab ich zu Petrit gesagt, mach's nicht. Petrit sagt, wieso? Was ist das? Hintergrund! Was ist das? Wir sind die Partei der Liebe. Ich habe versucht, niemanden zu versnitchen und trotzdem keinen den Anschlag zu verhindern. Das waren wirklich Herzen, die aus mir rauskommen. Ich kann es gleich nochmal machen, wenn ihr wollt. Ah, TNT, lauf. Was? Ja, TNT. Oh! Petrit! Holt ihn euch! Nieder mit Petrit! Gut, ich möchte hier mit Petrit als Bürgermeisterkandidat zurückziehen und möchte damit proklamieren, dass Petrit fortan vogelfrei ist. Er darf von jedem ohne Grund getötet werden. Sein Eigentum ist nun das Eigentum euer. Raidet und plündert sein Haus. Auf geht's. Gewählt wird nächste Woche Sonntag, meine Damen und Herren. Basti, wir gehen zum Spawn und attacken, okay? Petrit? Er ist vogelfrei. Wir können ihn attacken. Wir fliegen rüber. Leute, das geht zu weit. Ausrufzeichen Prime in den Chat. Jetzt reicht's. Jetzt geht's los mit dem Roleplay hier, Leute. Jetzt wird hier reingerollplayed. Sein Vater, Leute. Wenn Trimax das morgen erfährt, wird er stinksauer sein. Das sage ich dir euch. Luftangriff. Haben ihn getroffen. So. Der stirbt. Alter. Hab ihn. Nice. Stärketrank. So, und jetzt reden wir mit ihm. Was, Revi? Was soll das? Ruhe jetzt. Ruhe. Ich will schweigen. Wofür war das jetzt? Für die Aktion gerade eben, Petrit. Denkst du, ich lass dich davonkommen? Ja, ich weiß, dass du mich irgendwann holen wolltest, aber das Ding ist, hör mir mal zu, du hast mich vogelfrei erklärt, einfach so, weil du Bock hattest. Das heißt, an sich hätte eh nichts gebracht, wenn ich jetzt friedlich geblieben wäre. Ich wurde vogelfrei. Wenn du das jetzt hier sprengst, ne? Ja, ich habe jetzt nur die Tribüne gesprengt, ne, um ein Zeichen setzen. Ja. Die Tribüne ist eine Arbeit von 5 Minuten. Ja. Wenn du mir jetzt das hier wegsprengst, wofür ich den ganzen Tag gestern gebraucht habe, ne? Ja, Digga, dann ist es vorbei hier. Okay, was willst du jetzt machen? Was willst du tun, Petrit? Nix. Ich kann gerade nichts tun. Okay. Leute, 22.000 Viewer, auf geht's. Ausrufzeichen Prime im Chat. Was soll denn das hier, bitteschön? Du bist so eine fette... Petrit, bist du? Wie nicht, wenn ich bin AFK gewesen. Ich bin AFK, Digga. Oh mein Gott, ich... Das Haus, ich mein's erst, Petrit. Nee, ich hol jetzt alles mein TNT. Ich war AFK! Du kleiner Alter! Ich hol jetzt mein TNT und spreng dein gottverdammtes Misthaus in Stücke, Alter. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Ich mach jetzt alles kaputt, was dir gehört. Du Mistgeburt! Ich zünd dir alles an. Alles! Ich mache alles kaputt. Ich war AFK! Du Ehrenloser! Ich nehme mich jetzt auseinander, Petrit. Bitte nicht den Quittenturm. Ich mach dein Haus jetzt kaputt. Gib mir meine Sachen wieder. Das ist der Quittenturm? Gib mir meine Sachen wieder. Was ist das? Gib mir meine Sachen wieder. Ich drück hier drauf, Petrit. Hey, was ist das für ein Quittenturm, Junge, Petrit? Das sieht nicht aus wie Quittenturm. Ja, der muss fertig werden. Gib mir meine Sachen wieder, ich spreng es. Nimm. Bring sie mir hier hin und mach keinen falschen Move. Leg sie hier vorne hin und dann dreh dich um. Pickel, bla, Lidl, bla, Dena, Fister. Was hat's mein noch? Mein Bogen! Meine beiden Pickaxes, alles. Mach's nicht, bitte. Rumdrehen, wegtreten. Mach's nicht, bitte. Das war so, ich hab noch nie mein Leben... Nee. Komm hoch, Petrit, komm hoch. Nein, warum bin ich hochgegangen? Nein, ich wollte nicht. Nein, Revi, ich wusste es, ich bin verloren. Nein, Revi, Mann! Ey, das ist zu much, Digga. Das mal, da kann ich auch offline gehen. Ja, das, okay, da kannst du jetzt auch offline gehen. Respekt, auf Wiedersehen. Ich will nicht offline gehen. So. Mir wurde alles genommen. Ich hab nur noch meinen Vertrag. Den gibst du mir zurück, den Fake-Vertrag. Gib her. 3, 2, okay, gut, dann sprenge ich jetzt, okay. Wie du willst. Revi, bitte nicht, komm schon, nein. Stück für Stück. Nein, Revi. Stück für Stück. Ja, super, Alter. Gib den Vertrag her.
Was, wenn ich mich hinknie? Es tut mir leid. Gib den Vertrag her. Für Gib deinen Bauwerk. Mir deinen Vertrag, Patrick. Du hast keine Kreise. Okay, das Warum? Nächste TNT kommt. Revi, hör auf, bitte. Als Beweislast, gib mir deinen Vertrag. Komm, gib mir deinen Vertrag. Gib mir deinen Vertrag. Was willst du damit machen? Ey, warte, warte. Nachdem du mich vogelfrei erklärt hast und alle mich killen konnten. Drei. Revi, sag mir einfach, was du willst. Zwei, eins. Gib mir den Fake-Vertrag. Das ist wirklich kein Digga, ne? Ich werde nicht schreien. Du kriegst von mir keinen Schrei. Ich werde nicht jetzt wegen dir meine Gesundheit hier aufs Spiel setzen und schreien, bis ich wieder irgendwie einen Blackout kriege, Revi. Hör einfach auf damit. Nimm deinen Vertrag. Komm, nimm. Jetzt geh bitte. Dieses Schriftstück, Patrick, wird mich ewig daran erinnern, was für ein feiger und Schweine... verdorbener Hund du bist. Du weißt, dass immer noch steht, ne? Das Angebot mit dem Pillager. Du holst mir noch einen Pillager und wir vergessen das hier alles. Ich mach das jetzt, ne? Mhm. Ich probiere das jetzt. Ich schwöre es dir, Revi, wenn ich das jetzt irgendwie so 20, 30 Minuten machen kann, ne? Ja. Dann haben wir ein Problem. Warum haben wir dann ein Problem? Weil du gesagt hast, ich habe 4 Stunden dafür gebraucht. Gut, guck hier, Patrick, ich habe dir noch Material hingelegt. Okay, gut. Wir sind wieder chillig. Okay, gut, dann fahrt sich jetzt hier los. Revi, lass euch mal alleine, ja? Ich werde jetzt den guten Sascha raiden, weil ich muss jetzt schon los, Leute. Jody kommt nämlich gleich aus Berlin zurück. Denk mal morgen auch wieder gegen 18 o'clock. Ja, 18 Uhr. Ich glaube, ich gehe morgen sogar noch mit Gewitter im Kopf live, Leute. Gewitter im Kopf ist morgen hier und wir werden gemeinsam morgen streamen. Wir sehen uns morgen wieder und ich raide jetzt den guten Sascha Unsympathisch TV. Also, damit das hier immer fair verteilt wird, kriegt immer wer anders den Raid, meine Freunde. Morgen ist Kevin oder Patrick wieder dran oder so. So, in diesem Sinne, macht's gut. Küsschen.